Tja, liebe Freunde, einen herzlichen Dank für diese enthusiastische Begrüßung, möchte ich schon fast sagen. Die Granaten haben uns ja ordentlich eingeheizt und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei der SPÖ und bei der ÖVP in der Steiermark schon die Ohrwaschel anlegen, nach dem, was hier bisher geboten worden ist. Und sie sollen die Ohrwaschel weiter anlegen, bei dem, was noch kommt. Ich habe schon gesehen, dem Mario geht es so ähnlich wie mir. Ja. Mir hat der Arzt auch gesagt, ich soll meine Stimme schonen. Mario, das gilt für dich auch. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Gegner schonen. Das heißt es nicht. Gell? Und die Stimme, die wir jetzt vielleicht verlieren in den nächsten ein, zwei Tagen, die kriegen wir am 29. tausendfach wieder retour. Davon bin ich überzeugt, mit eurer Unterstützung und mit eurer Hilfe, liebe Freunde. Das ist echt ein toller Empfang. Ich war gestern unterwegs mit dem Vorradl, Oberösterreich, Niederösterreich. Das Motto der Veranstaltung war Reintreten für Österreich, nicht so wie die Linken reintreten auf Österreich, das ist was ganz was anderes. Und da sind wir gefahren, war eine ganz, ganz tolle Sache und da habe ich mir ein bisschen die Birne verbrannt. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen wegen meinem roten Kopf, ich habe keinen hohen Blutdruck, der mit dem hohen Blutdruck im Parlament, das ist der Leichtfried. Ja? Das ist der mit der roten Birne. Der trägt die Partei vor 365 Tage im Jahr im Gesicht. Und deswegen weiß ich auch, warum man neben der Randy Wagner sitzt, dass ihm gleich erste Hilfe leisten kann, wenn er mal kollabiert, der gute Leichtfried. Also bei mir braucht es euch keine Sorgen machen. Das ist eine ganz, ganz tolle Stimmung, die was wir da haben. Eine Halle, ein Zelt voll echten Patrioten. Voll heimattreuen Steirerinnen und Steirern und Gästen aus den Nachbarbundesländern, großartig. Da merkt man, die Leute haben das Herz am rechten Fleck und sie haben einen Kopf zum Nachdenken. Und das ist was ganz was anderes als die Linken, die brauchen den Kopf als Befestigungsmöglichkeit für die Rasterlokalen und für den Regenbogen-Irokesenschnitt. Ja. Und gestern habe ich es ja erlebt. Da sind wir dann reingefahren mit dem Vorradl nach Weidhofen an der Yps und dann war ein Gejohle und ein Gekreische. Ich habe zuerst schon gedacht, also mir geht es wie dem Robbie Williams. Nicht? Und da sind die ganzen Gruppis unterwegs. Dabei waren es ein paar aufgehuste Jugendliche, die es zusammengekarrt haben aus ganz Österreich. Hergeführt haben sie es von überall mit den Autos und mit den Busse. Da spielt die CO2-Bilanz keine Rolle. Alles wurscht, wenn es gegen die Freiheitlichen geht. Und dann haben sie die ganze Zeit geschrien, Kickl, go home, Kickl, go home. Und da bin ich um, ich habe gesagt, Freunde, mit mir könnt ihr ruhig Deutsch reden. Ja? Kein Problem, kein Problem. Ich verstehe auch das noch. Aber ich glaube, man muss halt auch mit diesen Demonstranten immer reden, weil möglicherweise gelingt es mir ja doch noch, die eine oder andere Seele dem Teufel zu entreißen. Ne? Also, ich glaube, es macht dann Sinn, wenn man sich da alleine hat und auch das Gespräch sucht. Aber heute schwächeln die Gegendemonstranten. Heute ist keiner da. Am siebten Tage sollst du ruhen. Nicht? Jetzt ist ihnen die Luft ausgegangen. Habe ich schon gemerkt, im Finale geht den Demonstranten die Luft aus. Da gibt es ja einen. Das ist der Herr Balluch vom Verein gegen Tierfabriken, das ist schon ein richtiges Maskottchen von mir. Ja. Also meistens demonstrieren sie vor unseren Veranstaltungen, in Salzburg zum Beispiel waren es da alle 12. Und ich kann die Rede ja schon auswendig von ihnen. Ja. Und dann habe ich mal auf die Homepage geschaut vom Herrn Balluch, was dort steht. Und dort steht oben, der kandidiert ja für die Liste Pilz, da steht oben, Schweine würden Balluch wählen. Noch mehr braucht es nicht mehr, oder? Ist alles klar, oder? Das sind halt echte Tierschützer nach ihrem eigenen Empfinden. Nicht? Also da musst du aufpassen, wenn es der Bratwurst ist, der schaut ein bisschen morgen oben nach, ja? Weil er dich so sehr hasst dafür. Und ich glaube, da sind die Imker die größten Tierquäler, weil sie die Bienen missbrauchen für die Honigproduktion.
Das sind lauter narrische, liebe Freunde, die einen guten Ansatz in Wahrheit ins Gegenteil verkehren, indem sie das alles pervertieren bis zum Gehtnimmer. Das ist beim Umweltschutz so und das ist leider auch beim Tierschutz so. Und da ist alles verboten. Die Bauern sind Banditen aus Sicht dieser Leute, die Jäger sind Banditen. Das Einzige, was erlaubt ist, ist die Treibjagd auf Freiheitliche. Die hat das ganze Jahr Saison. Die hat das ganze Jahr Saison. Aber da müssen sie früher aufstehen, weil der blaue Fuchs, der ist zu schlau für die ganze Partie. Das sage ich euch gleich dazu. Ja? Aber ich muss euch sagen, ich bin natürlich auch schon ein bisschen verunsichert, nicht? Weil man stellt mich ja so hin, als wäre ich das Böse in Person, der Leibhaftige. Ja? Jetzt hat meine Frau gesagt in der Früh, was tust denn du da beim Spiegel? Ich habe gesagt, ich schaue schon, ob mir die Härndln rauskommen, links und rechts. Nicht? Weil wenn du das jeden Tag von dir im Fernsehen hörst und in der Zeitung liest, dann bist du selber schon ein bisschen nervös und dann fängst du schon an zu suchen, ob du nicht ein paar Härndln kriegst. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, obwohl ich diese Härndln gut brauchen könnte, um ein paar auf diese Hörner zu nehmen. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ja? Da fällt mir gleich ein paar ein. Ja? Der Peter Pilz, das Oberschwammerl, das zurzeit seine letzten Zuckungen im Parlament macht. Das wäre einer von diesen Kandidaten. Ihr wisst eh, das ist der, der Tag ein, Tag aus im Untersuchungsausschuss sitzt, eh nichts zusammenbringt, aber einen Hintern hat er so rot wie ein Pavian vom Aktenstudieren. Und der Peter Pilz wird jetzt hochkant aus dem Parlament hinausfliegen und ihr wisst eh, wie man so schön sagt, eine Tür geht zu, das ist die Tür vom Parlament und dann geht im Leben eine andere auf. Das ist die vom Gericht. Ja? Weil der Peter Pilz wird jetzt den Parlamentssaal mit dem Gerichtssaal tauschen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ganze Jahr über magenkrank ist, so wie es das letzte Mal gewesen ist, als er sich in die Immunität geflüchtet hat. Und manchmal habe ich fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wo wir den rausgelassen aus dem Parlament. Weil drinnen hat er seine Untersuchungsausschüsse machen können, da hat er sich an uns abgearbeitet. Aber wenn er dann draußen unterwegs ist, dann ist er nicht mehr im Parlamentslokal, sondern ist er im normalen Lokal, dann ist er im Wirtshaus unterwegs. Und der bevorzugte Untersuchungsgegenstand des Peter Pilz sind zu später Stunde junge Damen. Ja, da macht er dann seinen ganz privaten Untersuchungsausschuss mit Untergriffen der ganz anderen Ort. Und da muss man vorsichtig sein beim Peter Pilz. Und auf die Hörner nehmen würde ich ja ganz gerne, lieber Mario, deinen Konkurrenten da in der Steiermark. Was heißt Konkurrent, nicht? Den Herrn Schützenhöfer, den Herrn Landeshauptmann, der ja schon 2015 gezeigt hat, dass er in Wahrheit kein Grenzschützer ist, sondern ein Grenzschwitzer. Das ist ein Grenzschwitzer. Schützenhöfer müsste der heißen in Wahrheit, für das, was der aufgeführt hat 2015. Und dann hat er noch einmal die Kurven gekratzt hinten noch. Zuerst war er Zweig und hinten noch hat er alles besser gewusst und hat den Hammer außerhängen lassen. Ne? So sind es die Schwarzen. Also da haben wir den Schützenhöfer und ich habe ja auch ein paar so Exemplare in Niederösterreich, die Mikl Leitner, das ist auch so eine. Und ich hätte einfach schon den Vorschlag gehabt an die neuen Führungskräfte der Österreichischen Nationalbank, macht einmal eine Edition, so eine Münzedition, falsche 50er. Ja, da könnt ihr ein billiges Klumpert nehmen und vorne tut die ganzen Köpfe von diese Pumper rauf. Dann habt ihr die Edition falsche 50er beieinander. Aber das Gefährliche ist, dass diese falschen 50er in der ÖVP den jungen Sebastian im Schwitzkasten haben. Das habe ich gemerkt in schweren Stunden, da hat er dann gar nichts mehr zu reden, sondern dann weißt du, woher der Wind weht. Der kommt dann aus St. Pölten, der kommt aus Graz, der kommt sogar aus Vorarlberg vom Wallner, den kennt ihr. Das ist dieser seltsame Heini. Aus meiner Sicht ist das ja Grirner, den schwarz angestrichen haben. Aber wie auch immer, der gehört auch dort dazu, zu dieser Edition. Und die haben das Kommando in der ÖVP und da hat der Sebastian trotz Generalvollmacht überhaupt nichts zu reden. Und ich kann euch gleich sagen, er ist insgesamt in der ganzen Asylpolitik nicht der Mutigste. Er ist ein hervorragender
Schauspieler, würde ich sagen. Politiker bin ich mir nicht so sicher. Und ich habe ihm relativ schnell erklärt, Sebastian, ich war beim Bundesheer, du hast auch gedient. Und beim Bundesheer habe ich gelernt, du weißt eh, von zwei Leuten muss immer einer Kommandant sein. Und eins weiß ich gewiss, in der Asylfrage bist es du nicht. Da bin das ich. Ja? Und so haben wir unsere Asylpolitik auch gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob das dazugehört oder ob das eine Feldzündung gewesen ist. Schön war es auf jeden Fall. Ja, und da gab es etliche, die man eben noch auf die Herna nehmen müsste, nicht? Auch die SPÖ, übrigens der Lieblingskoalitionspartner des Herrn Schützenhöfer, der will ja das auf Bundesebene auch wieder etablieren, diese Koalition mit der SPÖ, dieses alte, ewige Theater, was die Leute eh schon immer ausgehalten haben, das will er jetzt erneuern und wiederbeleben. Und das halte ich für einen totalen Wahnsinn, weil ihr müsst ja nur mal anschauen, wofür die SPÖ steht. Positives fällt mir einig sein, aber negativ. Schulden, das ist sozialistische Politik, das ist das Känguru-Modell aus Australien, leerer Beutel, große Sprünge, das ist die sozialistische Politik, was das betrifft. Und dann sind es natürlich die absoluten Belastungskaiser, nicht? Denen fällt jeden Tag eine neue Steuer ein. Also jetzt haben sie ja die Erbschaftssteuer wieder aufs Tapet gebracht. Ihr wisst sehr, für mich ist das eine Totensteuer. Und wenn die Sozialisten was zum Reden haben, dann kommt in Zukunft nicht mehr der Arzt zur Totenbeschau, sondern der Finanzbeamte. So wird es dann in dem Land zugehen. Und dann kannst du für etwas zahlen, wo du schon zigmal Steuern gezahlt hast, noch einmal, dann werden sie das Sterben auch noch besteuern. Mit uns spitzt das nicht, aber der Schützenhöfer hätte das gerne. Und der Kurz hat auch noch nicht gesagt, dass er dieses Modell ausschließt. Und da sollten wir alle ein bisschen hellhörig werden. Ne? Also, die Sozialisten sind schon so eine Partie. Ich habe mir lange auch gefragt, die Randy Wagner ist Ärztin, gut, wie schon gesagt, beim Leichtfried hilft es was, aber sie ist ja nicht Allgemeinmedizinerin, sondern sie ist ja Tropenärztin. Die SPÖ baut wahrscheinlich schon vor, wenn sich ihre Migrationspolitik durchsetzt und ganz Afrika nach Norden kommt, dann werden wir die Tropenärzte brauchen. Ja? Aber das werden wir Freiheitliche zu verhindern wissen, das kann ich auch sagen. Ja? Und auf die Herner nehmen müsste man natürlich auch die Rosaroten, die Schwendelrosanen, die Söldnertruppe vom Herrn Haselsteiner. Ihr kennt sie eh alle miteinander. Die haben sich ja jetzt verstärkt. Da haben sie einen Qualitätsjournalisten geholt, den Herrn Brandstätter. Und ich habe dann mit dem diskutiert, eine Stunde lang bei OE24. Und ich glaube, der Name Brandstotter hätte besser gepasst. Brandstotter. Der redet so, wie der Grönemeyer singt. Ja? Der Brandstotter. Stotter. Ja? Ja, und auf die Herner nehmen müsstest natürlich auch die Grünen. Sehr klar. Den Werner Kogler, das österreichische Gegenstück zur Greta Thunberg. Die Austro-Greta ist der Werner. Ne? Und da haben sie sich aufgeregt, weil ich gesagt habe, ich verstehe das nicht, dass einer, der so viel sich für den Umweltschutz einsetzt und so auf die Autos schimpft, dass der hin und wieder ganz gerne tankt. Ich tanke ja ganz gern, ist ja nichts dahinter, nicht? Aber dann nehme ich das zurück, ist wurscht, er ist wirklich umweltbewusst, ich habe ihn auch schon ein paar Mal mit einem Dampf fahren gesehen, ja, liebe Freunde. Ja, und ich glaube, dass wir insgesamt relativ gut liegen. Ja, also ich spüre das, ich bin schon lange dabei und das merke ich einfach bei mir in der Morgengrube, da habe ich ein verdammt gutes Gefühl. Und jetzt müssen sie natürlich noch alles zusammentrommeln, was irgendwie geht, um ein bisschen Stimmung gegen die Freiheitlichen zu machen. Und da muss ich wirklich ein bisschen auch mit den Medien schimpfen. Es muss ja nicht jeden Tag sein, dass einzelne Medien so hart daran arbeiten, ihr Image als Lügenpresse zu verfestigen. Muss ja nicht jeden Tag sein. Ne? Aber früher war es auch so, da haben meine Eltern, wo ich ein Kind war, mir Fernsehverbot gegeben. Heute habe ich meinen Eltern Fernsehverbot gegeben, weil ich gesagt habe, den Plätzchen braucht ihr euch gar nicht mehr anschauen, da regt ihr euch nur umsonst auf. Ja?
Wenn du wissen willst, was die Wahrheit ist, musst du das Gegenteil von dem nehmen, was in der Zeitung steht. Dann bist du meistens besser bedient und besser informiert. Das, glaube ich, ist ein allgemeingültiger Grundsatz. Und sie werden uns auch nicht aufhalten können, genauso wenig wie uns die links-linke Sprachpolizei aufhalten kann. Das sage ich auch. Ich glaube, die sitzen eh schon wieder mit großen Ohrwascheln und mit aufgerissenen Augen daheim vor dem Livestream. Fuhren die Zettel mit der Liste der verbotenen Worte. Eigentlich sind es keine Zettel, packst du schon an Folianten, wird ja jeden Tag länger das ganze Zeug. Und dann schauen sie, was sagt er denn schon wieder? Was hat er gesagt? Haben wir einen Treffer und müssen wir wieder Alarm auslösen. Ne? Dann sind sie alle aus dem Häusl, dann fliegen die Sicherungen, so wie letztens, wo ich in Graz ein bisschen was gesagt habe. Nur weil ich gesagt habe, also ein rechter Haken oder eine rechte Gerade kann von mir schon einmal kommen. Liebe Freunde, natürlich im übertragenen Sinn, das sind Begrifflichkeiten aus der Boxersprache. Aber wenn ich das nicht mehr darf, dann darf ich schlagfertig auch nicht mehr sein, weil sonst verhaften sie mich als Gewalttäter. Ne? Also wie weit soll denn dieser Platz denn überhaupt noch führen? Ich habe halt ein paar Worte aus der Boxersprache benutzt. Der Kurz hat sich einen Boxoper aus der Ukraine gekauft. Das habt ihr eh gesehen. Den Herrn Klitschko, diesen Boxroboter. Ja? Der hat dann eine Wahlempfehlung abgegeben. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Deutsch hat es auf jeden Fall nicht geklungen. Ja? Also, da regt sich keiner auf. Aber das geht ja alles noch viel weiter. Auch die Hausfrauensprache ist in der Zwischenzeit schon brandgefährlich und am Index der verbotenen Worte gelandet. Habe ich nämlich auch gesagt in Graz, dass man die Roten und die Schwarzen und alle, die 2015 mit dabei waren, bannieren sollten für das, was sie uns angetan haben. Das war gleich das nächste Theater. Und jetzt komme ich der Sprachpolizei ein bisschen entgegen und sage, wisst ihr was, lassen wir das mit dem Bannieren, wir brauchen es nicht bannieren, wir hauen es einfach so in die Pfanne, das wird genauso gut. Ja, wir hauen es auch so in die Pfanne. Ja, aber insgesamt zeigt es, dass wir verdammt gut liegen müssen. Ja? Da liegt was sehr, sehr Positives für die Freiheitlichen in der Luft. Sonst würden die nicht solche Spompanadel machen, sonst würden sie nicht jeden Tag den Schutzschalter raushauen. Ja? Da könnten sie ja alle ganz, ganz beruhigt sein. Und die wissen natürlich, dass man uns nicht abgestellt hat, sondern dass wir uns nur eine Auszeit gegönnt haben. Und die wissen natürlich, dass wir jetzt im Anlauf sind auf der 29. Heute da in Hartberg. In einer Woche, am 29. kann ich euch sagen, wird die Hofburg wackeln, wenn der freiheitliche Balken nach oben fährt, da gibt es eine Krisensitzung beim Bundespräsidenten, da brennt die ganze Nacht das Licht. Da brennt die ganze Nacht das Licht, da ist wurscht, wie viel Energie da drauf geht. Ne? Und dann sind wir am 29. sind wir dann beim Wahlergebnis und ein paar Tage später würde ich gerne meinen Dienst wieder antreten in der Herrengasse im Innenministerium, liebe Freunde. Ja, vollkommen klar. Und wisst ihr, was ich als erstes mache? Ich gehe oben in den Keller im Innenministerium, dann hole ich das Tafel-Ausreisezentrum wieder raus. Dann fahre ich nach Dreiskirchen und dann dübel ich das Tafel eigenhändig dort unten auf bei der Eingangstür. Das mache ich eigenhändig. Ja. Und dann ist endlich wieder Action, wie der Schwarzenegger gesagt hat. Ne? Dann geht es für die Österreicherinnen und Österreicher was weiter, weil wir endlich wieder in die richtige Richtung arbeiten, weil wir andere Seiten aufziehen bei einer Asylpolitik, die viel zu lange, viel zu lasch gewesen ist, ja? Wo man sich auf der Nase herumtanzen hat lassen von Leuten, die es nicht gut mit uns meinen, wo die Politik so getan hat, als würde sie dagegen ankämpfen und in Wahrheit haben sie sich alles gefallen lassen, dann gibt es da wieder Action von unserer Seite. Und warum sie die Linken aufregen, verstehe ich auch nicht. Die sollen froh sein, wenn sie wieder ihre Tafeln spazieren tragen können jeden Tag. Ja? Das ist doch super.
Da können Sie es wieder ausführen, Ihre Tafeln und Transparente, quer durch Wien und den Verkehr blockieren. Das ist eine echte Win-Win-Situation. Immer nur am Freitag gegen das Klima demonstrieren wird auf die Dauerauffahrt. Ja? Also da ist mit uns ein bisschen mehr los und wenn wir noch ein bisschen warten, ist am Abend finster, dann geht sich bald ein Lichterl mehr auch wieder aus. Nicht? Das ist doch wunderbar. Das ist doch wunderbar. Ja, also ich wäre ja gerne als Innenminister hierher gekommen, zugegebenermaßen auch am Ende einer Periode, weil wir haben uns ja für 5 Jahre Arbeit vorgenommen, weil auch vieles zu tun ist. Jetzt sind es halt leider nur 1,5 Jahre geworden, haben ein paar was dagegen gehabt, dass ich weiterarbeite. Ne? Und da sehen wir schon, was zusammenkommt, wenn sie die Schwarzen, ist gleich das Bundeskanzleramt, mit den Grünen ist gleich die Hofburg, zusammenhängen. Dann haben wir Schwarz-Grün. Dann kriegt der Innenminister, der für die eigenen Leute arbeitet, dann Spitz. Wozu sie nicht in der Lage sind, ist eine vernünftige Erklärung zu liefern, warum ich eigentlich hinausgeschmissen worden bin. Da drucksen sie sich herum. Da schiebt der eine die Schuld auf den anderen. Der Van der Bellen sagt, ja, der Kurz hat es vorgeschlagen. Und der Kurz sagt, ja, aber der Van der Bellen hat es unterschrieben. Und so geht es die ganze Zeit hin und her. Also Mut, liebe Freunde, schaut anders aus. Mut schaut wirklich anders aus, aber den kann man sich auch nicht kaufen. Und ich weiß natürlich, da haben sie den Shampoos aufgerissen. Bei den Linken sowieso, aber natürlich auch bei der ÖVP, wo sie mich entlassen gehabt haben. Und dann haben sie gesungen, ihr wisst eh, muss ich denn aus dem Städtele hinaus. Aber haben sie vergessen, wie es weitergeht. Weil wenn ich wieder komme, liebe Freunde, dann schnallt sie an. Ich muss ja immer lachen bei diesen Erklärungen, mit denen sie daherkommen. Einmal hat der Kurz gesagt, dieser Kickl, das ist ein Wahnsinn, der führt sich auf wie ein Bulldozer, hat er gesagt. Ja, aber ihr kennt euch ja ein bisschen aus, auch in der Baubranche. Wenn du eine große Baustelle hast, dann brauchst du schweres Gerät. Ja? Und das fängt beim eisernen Besen an und hört beim Bulldozer auf, sonst bringst du dort nichts weiter. Natürlich muss man manchmal reinfahren wie ein Bulldozer, wenn du ein Trümmerfeld vor dir liegen hast. Anders geht das gar nicht. Dann haben sie mir gesagt, ich bin zu wenig sensibel. Wisst ihr was? Ich bin sehr sensibel, wenn es um die Interessen der österreichischen Bevölkerung geht. Wenn es um das Heimatrecht von unseren Leuten geht, dann bin ich der sensibelste Innenminister, den es jemals gegeben hat. Weil das Thema haben alle anderen immer ausgeblendet gehabt. Das hat es für die überhaupt gar nicht gegeben. Da bin ich sehr sensibel. Aber die Sensibilität hört sich dann bei mir auf, wenn jeder auf der Welt glaubt, dass er sein Heimatrecht ausgerechnet in Österreich einlösen kann. Das geht sich nicht aus. Das geht sich nicht aus. Das, was bei uns gibt, das heißt Gastrecht. Und jemand, der das Gastrecht in Anspruch nimmt, der hat sich nach den Regeln des Gastgebers zu halten. Und wenn er das nicht tut, dann ist wie im Gasthaus. Wenn du im Gasthaus nicht gescheit aufführst, dann fliegst du auch raus. Ja? Und so gehört das und deswegen heißt das Motto für alle diese Leute, die sich da nicht integrieren wollen oder die keinen Anspruch haben auf Schutz, Abflug statt Aufschub. Und da schreibe ich auch dem Herrn Schützenhöfer in sein schwarzes Stammbuch hinein. Ich habe ja schon Angst, ob ich überhaupt noch mitverhandeln darf, nicht? Weil das darf ich nicht mehr werden, Minister soll ich nicht mehr werden. Dann hat sich aus Tirol einer zu Wort gemeldet, ihr kennt sie nicht, den alten Andreas Kohl, das ist sowas ähnliches wie der Ötzi von der ÖVP. Und ihr wisst, wenn ich meine, auch eine gewisse Ähnlichkeit. Das ist der bei der Bundespräsidentenwahl die 11,1% gemacht hat. Das ist eine Minderheitenfeststellung in der eigenen Partei. Wenn du das vom Wöller kriegst, das ist der politische Totenschein, der dir amtlich ausgestellt wird. Und dann meldet er sich ein paar Jahre später noch einmal zu Wort und gibt seinen Senf dazu. Ich habe das lange nicht interpretieren können. Dann habe ich in der Zeitung einen Artikel gelesen, dass Verstorbene auch Jahre nach ihrem Ableben noch ein paar Zuckungen von sich geben. Das hat die Wissenschaft festgestellt. Jetzt weiß ich, wie das zu erklären ist, liebe Freunde.
Also, ich nehme das nicht ernst. Ich richte diesen Leuten vor allem in der ÖVP nur aus. Ihr habt es mit einer Partei zu tun, die für Österreich davon ausgeht, dass wir Politik machen, dass wir Herren im eigenen Haus sind. Und wenn das für Österreich gilt, dann gilt das für unsere eigene Partei erst recht, meine lieben Freunde. Gewöhnt euch das ab, da eine regieren zu wollen, sonst gibt es ein paar auf die Finger von der Freiheitlichen Partei. Das sage ich in Richtung Volkspartei. Wir bestimmen selber, wer bei uns was zu reden hat. Da brauchen wir ihn nicht dafür. Ja, und jetzt stehe ich halt nicht mehr da als Innenminister, sondern jetzt stehe ich halt da als Staatsfeind Nummer 1. Ne? Als Hassprediger und was nicht alles noch schon fabriziert worden ist. Das Profil hat mir ja aufs Cover drauf getan. Schier, ich meine, der Schönste bin ich nicht, das weiß ich selber auch. Ja. Aber so schier, ganz. Also, dass sie die Leute regelrecht gefürcht haben, hat ja keiner mehr das Heftel gekauft, weil sie die Leute so gefürcht haben vom Cover. Ja. Aber ich hab dann eh gesagt, ihr seid echte Helden, sag ich, mich tut's auf, ihr schreibt drunter Hassprediger, einen echten Hassprediger traut sich eh nicht auf, tun, weil ihr Angst habt, dass euch eine Bombe in die Redaktion reinfliegt, ja? So mutig sind diese Leute, so mutig. Aber wisst ihr, mich stört das ja gar nicht, weil solche Bezeichnungen muss man sich hart erarbeiten, ja? Also Staatsfeind Nummer 1, als ehemaliger Innenminister wirst du dann, wenn du was hakelst in dem Land, wenn du dort reingreifst, wo jahrelang nichts passiert ist und die halt nicht von Buffet zu Buffet zahlst, wie es meine Vorgänger gemacht haben. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, meine Möglichkeit ist es nicht. Und Staatsfeind Nummer 1, das bist du dann, wenn du über einen Grenzzaun nachdenkst, Vorbereitungsarbeiten triffst, vielleicht auch einmal eine Übung machst, wie man mit dem Mario in einem hervorragenden Assistenzeinsatz an der Grenze eine Übung gemacht haben, dass wir vorbereitet sind. Und wenn du über einen Zaun nachdenkst, aber sage ich euch gleich dazu, Modell Viktor, nicht Modell Werner. Mit dem Modell Werner kannst du einen Hamster einsperren. Ja? Staatsfeind Nummer 1 bist du auch dann, wenn du die vor die Polizisten hinstößt und wenn du sagst, wisst ihr was, das sind unsere Mädels und unsere Buben und das sind nicht die Watschenmänner für ein paar Kriminelle oder Leute, die sich an ihnen austoben wollen. Ja? Da muss man sie hinstellen und da darf man sie nicht schleichen, wenn es einmal hart auf hart geht als Minister, so wie das in der Vergangenheit immer der Fall war. Und Staatsfeind Nummer 1 bist du natürlich auch dann, wenn du mit den feinen Damen und Herren der Europäischen Union, mit den Kommissaren und Kommissarinnen dann auch einmal Klartext redest. Ja? Also wenn du dich nicht in der üblichen Mastdarm-Akrobatik versuchst, sondern wenn du ihnen manchmal den rot-weiß-roten Hintern umzagst, weil es einfach notwendig ist, dass die wissen, woher der Wind auch aus Österreich weht. Und das war halt ein Kulturschock für manche und deswegen haben sie die Deutschen auch noch eingemischt, was wir observiert haben. Aber ihr wisst eh, zusammengerechnet, liebe Freunde, wird am Schluss. Zusammengerechnet wird am Schluss. Und da habe ich halt manchmal dann auch meine Gesprächstermine mit dem Herrn Bundespräsidenten gehabt. Da hat er mich angerufen, da habe ich gesagt, gut, komme ich vorbei, reden wir ein bisschen miteinander, wir werden eh nicht auf einen Zweig kommen, ist wurscht. Und dann habe ich ihm das genauso erklärt. Dann habe ich gesagt, Herr Bundespräsident, sind Sie mir nicht besser. Ich bin in die Politik gegangen, um Politik zu machen und nicht, weil ich Schauspieler werden will. Von der Sorten haben wir eh schon viel zu viel. Von der Sorten haben wir schon viel zu viel. Und dann habe ich gesagt, ich werde mich auch nicht ändern. Ich werde weiter den geraden Weg gehen und mir wird keiner birgen. Liebe Freunde, zack, zack statt zickzack. Das ist das Motto. Zack, zack statt zickzack. Und dann hat es nicht gleich die Zigaretten aus dem Mund gehauen. Ne?
Aber man muss manchmal wirklich Klartext reden. Ja, und ich glaube, dass das etwas ist, was der Politik insgesamt ein bisschen fällt. Ja, die kannst du ja alle nicht mehr auseinanderhalten. Die haben alle die gleichen Coaches und die gleichen Trainings. Am Ende weißt du nicht mehr, wer was gesagt hat. Ich glaube nicht, dass das eine gute Entwicklung ist für die Politik. Und ich habe dem Van der Bellen auch gesagt und ich habe es der ÖVP gesagt und ich sage es an jeden, auch denen, die da heute zuhören und wieder mitschreiben, ich lasse mir auch den Maulkorb der Political Correctness nicht umhängen. Wer das probiert, der wird gebissen. Der wird gebissen. Und da seht ihr einmal, wie verrückt es in diesem Land schon ist, wenn da bei euch in der Steiermark oder bei uns in Niederösterreich, wenn dort Brandanschläge mit Molotow-Cocktails durchgeführt werden auf Parteizentralen der Freiheitlichen, dann brauchst du eine Lupe, dass du das in der Zeitung findest. Aber wenn ein 74-Jähriger zu einer Veranstaltung geht, wo man sozusagen des historischen Tags der Türkenbefreiung gedenkt in Wien, dann ist die Republik im Aufruhr, dann sind alle aus dem Häusl. Wisst ihr was, die 74-Jährige hat mehr Mumm wie die ganze ÖVP miteinander. Das sage ich auch, das sage ich auch. Kann ja sein, dass manche glauben, dass es besser gewesen war, wenn 1683 anders ausgegangen war. Ich glaube halt, dann darf man heute nicht da sitzen, nicht? Dann waren wir heute wahrscheinlich nicht so locker beieinander. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass 1683 die Richtigen gewonnen haben. Aber uns das manchmal nicht glauben, dass du uns heute nach Wien gehst. Ne? Am 1. Mai vor dem Rathausplatz siehst du einen Haufen. Nur nichts rot, weiß rotes. Du siehst die roten Fetzen von den Sozialisten, du siehst die türkische Fahnen. Aber rot, weiß rot, das siehst du ganz, ganz selten. Und das ist eine gefährliche Entwicklung, weil da ist der Islamismus im Anmarsch. Und deswegen habe ich auch gesagt, es waren die Roten und die Grünen, die dort in Wien im Rathaus drinnen sitzen. Das ist für mich das Epizentrum der politischen Blödheit und der Verantwortungslosigkeit. Das ist das Wiener Rathaus mit den Roten und mit den Grünen. Und die haben diesen Islamisten den roten Teppich in Wien ausgerollt. Und ich bin der Innenminister, ich werde den Teppich von der anderen Seite her wieder zusammenrollen. Das kann ich euch versprechen. Und dann machen wir einen fliegenden Teppich draus. Seht uns, das taugt mir so. Und für die ganzen Vögel bin ich der Staatsfeind Nummer 1, aber wenn ich mit den normalen Leuten beieinander bin, dann ist das alles ganz, ganz anders. Ja? Ich war zwar nicht in Silicon Valley, aber ich war dafür im Salzertal und im Ennstal und so weiter und habe dort mit den normalen Leuten geredet, im Zillertal, in allen Tälern Österreichs. Und überall haben die Leute überhaupt keine Angst vor mir. Sondern überall sagen die Leute, genau sowas brauchen wir im Innenministerium. Da brauchen wir doch keinen Faserschmeichler. Da gehört der Weichspüler raus aus dem Sortiment. Das weiß doch jeder, dass du damit keine Flecken wegkriegst. Nicht? Da brauchst du ein gescheites Waschmittel. Und dazu bin ich bereit. Ich habe mir ja nur eine Auszeit genommen. Ich habe mir nur eine kurze Auszeit genommen. Eine Wallfahrtskarenz, wenn man so haben will. Aber wir sind eh schon. X minus 7. Ich kann euch sagen, da wird es rumpeln nächste Woche. Und jetzt müssen wir nur noch aufpassen am 29., dass uns der Kurz nicht auf die falsche Seite wegkippt. Weil die ÖVP, das sind lauter so Wackelkandidaten. Ich habe die nicht anders kennengelernt. Die brauchen immer einen, wo sie sich zubelangen können. Sonst fallen sie nach links um. Und der Mario weiß das. Wie schwierig das gewesen ist mit diesen Leuten. Ja? Fürs Bundesheer haben sie überhaupt nichts über. Die haben alle, wenn sie das Wort Waffe hören, dann haben sie schon einen totalen Rappel. Also ich glaube, wenn es nach denen gegangen, Mario, dann braucht man für unsere Soldaten und für unsere Polizisten ein Stoppelgewehr. Das war das Maximum, aber nichts, wo eine echte Kugel vor die Nase fliegt. Ja? Also das ist eine ganz seltsame Einstellung, die die haben. Eine Laserpistolen gange da noch. Ne? aber nur nichts, was sozusagen den Anschein einer Waffe hat. Und da denke ich mir, die ticken ja nicht richtig. Und ich habe es ja miterlebt, wie du gekämpft hast, auch
damit man endlich bei den Abfangjägern da einmal eine Entscheidung zusammenbringt. Und dann haben sie dem Mario gesagt, weißt du was, war ja viel gescheiter, wenn man ein paar Drohnen kaufen würde. Und das zeigt, wie unseriös diese Leute sind. Und jetzt kriegen sie ein bisschen einen Gegenwind von der Bevölkerung, weil sie merken, dass den Österreichern das Bundesheer am Herzen liegt und dass ihnen das wichtig ist. Und jetzt haben schon wieder die Kurven gekratzt. Und da sind wir wieder beim Zickzack bei diesem Unehrlichen der Schwarzen. Ja, da muss man echt aufpassen. Der Kurz hat schon viele solche Wendungen hinter sich. Man vergisst ja nur so schnell. 2013 war er ja noch für Integration zuständig. Da hat er auch keinen Bann nach der anderen gemacht, wo er den Österreichern erklärt hat, was das nicht für ein großartiger Gewinn ist mit den Zuwanderern und dass die eh alle im Schnitt gescheiter sind als die eigenen Leute. Und da hat er auch gesagt, der rote Heinzi, der Bundespräsident, ist ihm näher als der trachtige Gabalier. Und das zeigt schon, wie jemand tickt. Und dann hat er die Kurven gekratzt nach 2015 und dann war er auf einmal der größte Fan von Viktor Orban. Ja? Orban hin, Orban her. Manchmal habe ich gedacht, er kommt gerade selber vom Stacheldraht montieren von der ungarischen Grenze, der gute Sebastian. So hat er getan. Aber nur vor der Wahl. Aber nur vor der Wahl. Weil nach der Wahl waren es wieder die Schwarzen, die auf europäischer Ebene dem Orban zugerückt sind. Dann war er auf einmal nicht mehr so sehr gelitten und dann hat er wieder gewechselt und seitdem hängt er wieder am Robzipfel von der Merkel. Und so rennt es beim Sebastian Kurz und da muss man aufpassen. Und jetzt hat er eine neue Liebe für sich entdeckt. Jetzt hat ihm die Greta den Kopf verdreht. Ja? Jetzt ist er im Greta-Fieber und ich habe schon Angst, dass er dann zur großen Elefantenrunde am kommenden Freitag im ORF mit Zopferln daherkommt, um seine Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Also ich kann euch nur sagen, wir haben wirklich zu tun gehabt bei diesem Kampf, dass wir diesen Migrationspakt, dass wir das ablehnen in der Regierung. Ja? Da haben wir wochenlang haben wir kneten müssen und arbeiten. Eine Hebamme hätten wir fast gebraucht im Bundeskanzleramt, dass wir das auf die Welt bringen. So eine Steißgeburt ist das gewesen mit den Schwarzen. Und den Fassmann, wo ich gesagt habe, Österreich ist kein Zuwanderungsland, da war er fast umgekippt neben mir am Rednerpult. Da haben wir dann ein Sauerstoffzelt gebraucht, dass wir wieder einigermaßen stabilisieren können. Nur weil wir Klartext geredet haben und weil wir gesagt haben, was wir haben wollen. Österreich ist kein Zuwanderungsland, liebe Freunde, oder seht ihr das anders? Ich glaube nicht. Also es ist relativ einfach zu beschreiben, wie es damals in der ÖVP zugegangen ist, was der Zustand der ÖVP gewesen ist, wo wir einfach einmal einen Punkt gesetzt haben mit dem Nein zum Migrationspakt, wo es halt vom Ausland dann einmal auch eine gewisse Kritik gibt von der UNO und von der Europäischen Kommission. Ich kann euch nur sagen, die Gesichter bleich, die Knie weich. So war das dort mit der ÖVP. Und ich habe gesagt, eigentlich müsste es den Schwarzen lauter Eisen stecken, eine transplantieren bei den Viers, damit sie nicht dauernd wahre Knie kriegen, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Da sollte sich einmal ein Orthopäde finden, der das macht. Ja. Und wenn wir jetzt dann schon alle eigentlich zum Bier trinken gekommen sind und ich eh schon viel zu lang rede, gebe ich euch nur ein paar Dinge noch mit, die wichtig wären. Wisst ihr, wir haben nicht nur im Innenministerium, nicht nur im Verteidigungsministerium geschaut, dass was weitergeht, sondern wir haben natürlich auch vereinbart, dass man das in anderen Bereichen machen muss. Wir haben gesagt, es braucht eine neue Gangart in der Justiz. Ja? Das gibt es ja nicht, dass bei uns im Häfen die Justizwachtler, die armen Hunde sind und die Häftling eigentlich ein schönes Leben haben. Das ist ja genau verkehrt, möchte ich sagen, oder? Sieben Menüs, vegan, glutenfrei. Also was ich habe mir das jetzt angeschaut in einem Gefängnis, ich habe gesagt zum Koch, du hast gescheiter, du kochst à la carte aus. Ja? Also das ist, glaube ich, weniger Aufwand. Und wenn du die Zimmer siehst, da schlägt sich so mancher Student alle 10 Finger ab, wenn er die Kuschelzelle zum Beispiel anschaut, die ich im Häfen in Kornalburg gesehen habe. Da ist ein Studentenheim eine Bruchbude dagegen, das kann ich euch sagen. So geht es zu in unsere Häfen und da stimmt was nicht mehr in der Relation.
Und auch in den Schulen bitte, haben wir gesagt, muss ein neuer Wind wehen. Das kann ja nicht sein, dass wir heute ein Erziehungsmodell haben und ein Bildungsmodell, wo jeder macht, was er will. Ja? Also da glaube ich, da machst du als Lehrer schon fast eine Autoritätsübertretung, wenn du fragst, hast du deine Hausaufgabe gemacht? Ja? Wenn du das im falschen Ton sagst, dann stellen dann stellt nicht der Lehrer die Kinder ins Winkel, sondern die Kinder den Lehrer. Das ist das, womit wir es jetzt in Österreich zu tun haben. Und ich glaube, auch dort kehren neue Seiten aufgezogen, weil man die Kinder ja aufs Leben vorbereiten will. Und nicht so tun, als ob das alles irgendwie immer so potzwach wäre und als ob man sich da nicht auch ein bisschen an bestimmte Regeln halten müsste. Also da habe ich auch noch viel zu tun. Und es wäre natürlich auch sehr, sehr viel zu tun, Mario, im Bereich der Landesverteidigung. Und ich freue mich immer, wenn ich höre, dieses schöne Kompliment, bester Innenminister der Zweiten Republik oder aller Zeiten, selbstverständlich, aber vergesst mal den Mario nicht, der war der beste Verteidigungsminister aller Zeiten der Zweiten Republik. Mario Rambo Kuna-Sekte, die sagen. Ne? Aber das ist genau das, was es braucht für unser Bundesheer. Und das ist eigentlich eine Schande, wie die Roten und die Schwarzen dieses wesentliche Stück Österreich in Jahren und Jahrzehnten abgewirtschaftet hat. Es ist zum Genieren für ein reiches Land wie Österreich an sich. Ich sage immer, es braucht ein klares Bekenntnis auch zur Verteidigung des Vaterlandes. Katastrophenhilfe machen wir auch, aber das Bundesheer ist keine grün angestrichene Katastrophenschutztruppe. Das machen wir auch, aber da sind wir für die Landesverteidigung. Und das gehört auch mal klipp und klar gesagt und ich glaube, die Leute verstehen das. Ja, also es gibt noch viel zu tun. Wir müssen schauen, dass uns der Kurz nicht nach links wegkippt und eine Koalition macht mit diesen Rosaroten oder mit den Grünen oder mit der Sozialistischen Partei, wo sie die Randy Wagner, jetzt den Gusenbauer, als echtes Schwergewicht für die Wahlkampfunterstützung geholt hat. Das ist auch einer von den Genossen, die schon so ausschauen, als ob sie mit Hammer und mit Sichel essen täten und nicht mit Messer und Gabel. Ja. Ich meine, es kann jeder sein, wie er will, aber der Alfred, die Knackwurst Gusenbauer, der verkörpert aus meiner Sicht den Verfall des Sozialismus. Schaut euch einmal die ganzen Sozialisten an, schaut euch einmal die sogenannten Arbeitervertreter an. Die sind alle total ausgemergelt, so setzen sie sich ein für die arbeitende Bevölkerung. Einer ausgemergelter wie der andere, vom Katzian bis zum Muchitsch. Jeder nur mehr ein Strich in der Landschaft, vor lauter Einsatz für die eigene Klientel. Und dann seht ihr einmal, was schiefgegangen ist in den letzten Jahren. Da sind wir schon lange nicht mehr bei den Wurstsemmeln, da sind wir schon lange bei den VIP-Buffets. Eins nach dem anderen und das sieht man ihnen auch an. Ja, und jetzt darf ich einfach bitten, dass wir diesen 29. gemeinsam zu einem großen Feiertag für die Freiheitliche Partei machen. Ich glaube, dass es möglich ist, dass wir die Sozialisten überholen. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich habe zu Randy Wagner gesagt, also deinen Optimismus verstehe ich nicht. 25% gibt es vielleicht nur mehr beim Sommerschluss, aber sonst nirgends. Ja? Und so wird es werden. Obwohl ich damit rechne, dass die Randy Wagner sich den Kurz am Wahlabend noch oder spätestens am Tag nach der Wahl an den Hals werfen wird. Ja? Wie in so einem Hollywood-Schmachtfetzen. Die Geliebte, die lange nicht zum Zug gekommen ist, nimmt Anlauf und beim Happy End hängt schon oben am Sebastian. Und dann haben wir die Koalition reich und schön oder schön und reich, ihr könnt es euch aussuchen, es passt von beiden Richtungen. Und das müssen wir verhindern. Und ich glaube im Übrigen auch, dass die Neos nicht so viel reisen werden. Zum Brandstätter musst du eher kondolieren als gratulieren. Aber wie auch immer, auch die Spitzenkandidatin ist ja nicht das Gelbe vom Ei.
Also mir sagen die Leute immer, ich weiß nicht, diese Meindl Reisinger, ich weiß nicht, ich mag keine Frau, die mehr Haar auf die Zehen hat als am Kopf. Also das muss auch nicht unbedingt sein. Deswegen glaube ich, werden da die Bäume auch nicht in den Himmel wachsen. Und da muss man nur ein bisschen aufpassen bei den Grünen, weil ich weiß, dass der Kogler koalitionsbrumftig ist. Der rennt schon umeinander wie ein Hirsch im Parlament, ganz brumftig. Und ich weiß, dass die ÖVP paarungsbereit ist in diese Richtung, weil die sind vom Greta-Fieber infiziert. Und da könnte eine unheilvolle Mischkulanz rauskommen. Und das müssen wir verhindern, liebe Freunde, gemeinsam. Also, mein Wunsch wäre es, dass am 29. die blauen Balken so richtig aufschnalzen und die roten und die schwarzen und die türkisen und die Regenbogenfahnen alle auf Halbmast sind. Bitte schön, helft uns dabei, unterstützt die Freiheitliche Partei. Und ich freue mich ganz besonders, wenn es vielleicht auch für mich eine Vorzugsstimme gibt. Ich kann euch versprechen, das ist die Höchststrafe für unsere politischen Gegner. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Es gibt natürlich einen riesengroßen Applaus. Geschäftsführer der Clubobmann der FPÖ und Nationalratsabgeordneter Herbert Kickl. So, Prost, liebe Freunde, Prost. So, jetzt schauen wir mal, was jetzt wieder für ein Wirbel rauskommt, nicht nach der Rede. Die Stimmung ist am Höhepunkt.